der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns ein weiteres Fallbeispiel für Public Variable oder Instance Editable her. Dazu sind wir im Third-Person-Template und ziehen hier beim Place Actors einen Cube rein. Oder nein, wir machen das anders. Wir löschen das und wir erstellen eine Class, Blueprint Class, ja, Actor BP Text. Unser Ziel wird es sein, einen Actor zu erstellen mit den Komponenten Text. Und diesen Text wollen wir über verschiedene Instanzen den Inhalt anpassen können. Ja? Hier haben wir einen Actor Class. Dazu klicken wir doppelt drauf, ziehen diesen Hauptpanel auf diesen Main. Ja? Und gehen hier auf Add und setzen einen Cube rein. Ja? Den können wir mal hochziehen. Und dazu setzen wir noch einen weiteren Add und setzen einen Text Render. Ja? Text Render. Den können wir hochziehen. Das ist quasi ein, ja, eine Textkomponente. Ja? Und schwer erkennbar. So. Den tun wir mittig ansetzen. Die Größe können wir hier einstellen. Genau. So. Compile. Jetzt wollen wir Folgendes machen. Begin Play. Mit dem Begin Play. Oder Event Hit. Machen wir mal Event Hit. Ja. Also sobald ein Component Hit. Sobald jemand quasi diesen Mesh berührt, das ist der Cube, soll dieser Text erscheinen. So, dazu geben wir Folgendes ein. Wir sagen hier Set Text. Ja. Set Text, Text Render. Ja. Oder wir hätten auch hier das hier reinziehen können und dann Set Text einschreiben können. Und dann können wir auch noch schreiben Set Text Render Color. Ja. So. Dazu erstellen wir eine Variable. Wir ziehen das hier raus einmal. Und hier steht Promote to Variable. Ja. Promote to Variable Text. Und hier Textfarbe. Ja. Dazu auch rausziehen. Promote to Variable Text. Aber, ja. So, jetzt kommt der Clou. Jetzt tun wir beides als Public einstellen. Ja. Da haben wir auch ein Häkchen, einmal bei Textfarbe, einmal bei Textinhalt. So, jetzt setzen wir so viele, wie wir können oder wie wir wollen. Ja. So, aber die können wir eigentlich so umdrehen, dass der Spieler die auch sieht nachher. Ah, nein. Genau, um die X-Achse. Und zack, zack. So. Ja, das muss jetzt nicht hier sein. So, jetzt haben wir Folgendes. Jetzt haben wir hier überall unsere Actors, ja, die Instanzen dieser Klasse. Das ist die Klasse, das sind die Instanzen. Und jetzt haben wir hier im Default-Bereich, ja, zwei Variablen, die wir als Public gesetzt haben. Und die können wir bei jeder Instanz ändern. Zum Beispiel können wir hier schreiben Stern, ja, hier können wir schreiben Rubin. Ah, hier schreiben wir hin. Erst anklicken und dann Rubin. Und dann Diamant. Diamant. Und hier schreiben wir hin Jade. Ja. So, jetzt können wir auch die Farben ändern. Ja, das ist jetzt frei erfunden. Ja, die Farbe soll grün sein nachher. Das soll schwarz bleiben. Das soll rot werden. Ja, rot. Das ist aber nicht rot. Rot. Und das soll ja, gelb werden. Ja. Gelb. Okay. Jetzt geben wir mal, speichern das erst einmal und fangen mal an, es anzuspielen. Ja? Also hier, New Editor Window. So, sobald ich diese Cubes berühre, sollte sich die Textfarbe und der Text ändern. Genau, Yarde, was war hier? Stern, genau. Rubin.
und Diamant. Genau. Ja, das ist genau das. Wir können für jede Instanz quasi die Variablen, die wir hier eingestellt haben, sofern wir das als Public einstellen, können wir jede Instanz quasi je nach Belieben anpassen. So, das war's für heute. Ist ein relativ kurzes Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen hoch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss.